Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es ist der letzte Donnerstag im März und ich möchte euch einen neuen Hörgenuss des Monats vorstellen. Ja, seit einigen Monaten stellen euch ganz liebe BookTube-Kolleginnen und ich euch immer am letzten Donnerstag im Monat Hörgenüsse vor. Und dabei ist es egal, ob es Hörbücher sind, Hörspiele, Podcasts oder was man sonst irgendwie hören könnte. Und so auch in diesem Monat. Ihr findet die Mädels und auch die Playlist des Hörgenuss des Monats unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da verlinke ich euch alle. Und ja, vielleicht habt ihr die Mädels ja auch alle schon abonniert. Dann habt ihr jetzt auch ganz, ganz viel in der gerade etwas griseligen Zeit ja, zum Anschauen, wenn ihr vielleicht sowieso nichts anderes zu tun habt und zu Hause seid. Ich muss gestehen, ich hatte im März tatsächlich keinen so richtigen Hörgenuss. Ich habe zwar ein, zwei Hörbücher gehört, unter anderem auch den nächsten Teil von Harry Potter, aber das wollte ich nicht schon wieder als Hörgenuss euch präsentieren. Das habe ich ja, glaube ich, vor 2 Monaten gemacht. Und ich weiß aber, dass es einen Hörgenuss gibt, der mich vor 2 Jahren total gepackt und gefesselt hat und über den ich heute auch einfach sprechen möchte. Und es geht um die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Ihr seht hier, habe ich alle meine Bände schon ein bisschen platziert. Das ist hier nun der erste Teil, Spiel der Zeit. Und ich habe im Januar, Februar 2018, also tatsächlich vor knapp 2 Jahren, alle 7 Bände dieser Reihe in 5 Wochen gehört. Und ja, das war auch für mich tatsächlich irgendwie ein bisschen verrückt. Ich kannte ja die ganzen Passagen der Geschichte gar nicht in die einzelnen Bände unterteilen, weil für mich ist das eine große Geschichte, die, ich glaube, wenn man es hochrechnet, um die 4000 Seiten hat und ein Zeitfenster von ein bisschen was über 60 Jahre im Grunde erzählt. Ich kriege das gar nicht mehr so, was war Band 1, 2, 3, sondern für mich ist das eine Geschichte und einmal verwoben mit Harry Clifton. Ja, der erste Teil ist Spiel der Zeit. Ich packe euch alle 7 Bände der Reihe nach unten auch in die Infobox, schaut da gerne vorbei. Und die Reihe begann mit Spiel der Zeit 2015. Es ging dann weiter mit Das Vermächtnis des Vaters, dann kam Erbe und Schicksal, dann Im Schatten unserer Wünsche, dann die Wege der Macht und der vorletzte Band war Möge die Stunde kommen. Und der letzte Band erschien dann, ich glaube, Dezember 2017, also kurz bevor ich mit der Reihe gestartet bin, und ist dann Winter eines Lebens. Und die stehen hier alle irgendwie um mich herum und ja, wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox dazu. Wie bin ich damals zu der Reihe gekommen? Ich weiß, dass 2 liebe Freundinnen davon mehr als geschwärmt haben. Mich selbst haben die Cover eigentlich nie so angesprochen. Ich mag eigentlich so neuartige historische Bücher ganz gerne. Ich umgehe eigentlich ganz gerne auch den Zweiten Weltkrieg, ist ja oft so mein Problem in diesen Familiensagas, dass man irgendwann auch dieses Zeitfenster hat. Als mir dann aber gesagt wurde, ja, das ist ja in England, das ist nicht ganz so relevant, das wird nicht so extrem beleuchtet, dachte ich, okay, startest du damit? Und ja, die Reihe hatte mich. Innerhalb weniger Hörstunden war ich fasziniert von dieser Geschichte und ja, bin mit Harry Clifton im Grunde groß und alt geworden. Denn den verfolgen wir unter anderem ab Mitte der 1930er Jahre in England. Da ist er noch ein Junge und verliert seinen Vater bei einem scheinbaren Unfall in der Schiffswerft und er kommt da zur Schule und trifft dann dort auf seinen dann wirklich besten Kumpel. Durch diesen besten Freund trifft er auch auf seine zukünftige Frau. Und dieses Leben der 3 Charaktere und einigen anderen Nebenperspektiven verfolgen wir eben immer so zwischen ja, 7, 8, 9 Jahren pro Band, sodass wir irgendwann am Ende eben auch in den 1990er sind. Und wir erleben eben in dieser Geschichte, wie ein Junge zum Mann wird, wie eine Familie gegründet wird, oder Familien, denn wir verfolgen hier ja mehrere Charaktere. Wir erleben aber auch, wie England durch den Ersten Weltkrieg sich verändert, durch den Zweiten, wie sich die Politik danach verändert, ja, was dann im Grunde auch der Kalte Krieg für England bedeutet. Wir sind ein bisschen politisch mit dabei, aber eben auch durch Harry Clifton, der eben ja, einen ganz anderen Beruf hat, erleben wir eben auch so ein bisschen das normalere Leben. Und wir haben hier eine Familiensaga, die wirklich großartig erzählt ist, die sehr spannend ist, die tiefgründig ist,
die auch von den Charakteren wirklich sehr bildhaft ist und dieses Erwachsenwerden, dieses Verändern, wie Wege sich treffen und wieder trennen oder beieinander bleiben, das hat für mich Jeffrey Archer perfekt erzählt. Eine Reihe, die mir heute noch nach über 2 Jahren sehr bildhaft in Erinnerung ist und trotzdem ich immer wieder eigentlich mich danach sehne und sage, ich würde super gern jetzt einfach mal wieder das Re-hören, aber natürlich eine 7-teilige Reihe zu hören, während man das mit Harry Potter ja auch schon macht, vielleicht im nächsten Jahr. Ja, der Vorteil beim Rehören ist ja dann, ja, dass man im Grunde nicht ganz so aufmerksam mehr sein muss, weil einem ja vieles gegebenenfalls bekannt vorkommt. Aber ich habe diese Reihe absolut geliebt. Ich habe die weggesuchtet, ich habe gefühlt nichts anderes gemacht, als dieses Leben von Harry Clifton zu verfolgen. Intrigen und Spinnereien und Familienprobleme und Sorgen und Erfolge und ja, dieses Ganze drumherum war einfach perfekt. Und Jeffrey Archer hat eben diesen Stil, der einen in diesen Familiengeschichten wirklich packt, begeistert, der ja Stränge zusammenführt und das großartig erzählt. Es ist eine etwas langsam erzähltere Geschichte, keine Frage. Es ist ja im Grunde auch wirklich eine Saga. Man erwartet jetzt also hier nicht unglaublich spannende Wendungen oder ja großartige Plot-Twists oder Ähnlichem, sondern es ist eben die Geschichte eines Lebens und das wirklich großartig. Und das hat mich überraschenderweise total gepackt. Und auch wenn mich die Geschichte vorher durch die Cover und Ähnlichem vielleicht gar nicht so angesprochen hat, im Nachgang liebe ich die Cover. Ich finde, sie passen perfekt zu den Geschichten. Ich mag den Stil und man sieht ja jetzt auch danach, nach diesem Erfolg der Clifton-Saga, sehr, sehr viele Bücher, die in einen ähnlichen Stil gehen, wenn sie eben in so eine Familiensaga-Reihe gehen. Das Schöne, was ich auch wirklich positiv noch betonen möchte, ist, dass ich es ganz toll fand, dass der Heine Verlag hinten immer draufgeschrieben hat, welcher Band es gerade ist. Das finde ich wirklich toll. Das fällt mir bei den Jeffrey Archer-Büchern immer wieder positiv auf, dass im hinten wirklich immer draufsteht, ist Band 1, 2 oder 3 jener und welcher Reihe. Und ja, jetzt werdet ihr natürlich sagen, Steffi, wenn du die gehört hast, warum stehen denn diese Bücher alle und tatsächlich alle 7 Bände im Regal? Weil es natürlich Lese-Highlights waren. Und auch wenn ich es nie gelesen habe, nur gehört, habe ich trotzdem eine Verbundenheit mit den einzelnen Büchern, wenn ich sie anschaue, wenn ich dazu greife, wenn ich auch mein Regal sauber mache und stoße dann darüber und denke mir, ach ja, das war aber schön. Und wenn das Bücher in einem auslösen, haben sie es verdient, im Regal zu stehen. Und zudem sind auch 2, 3 Bände tatsächlich Geschenke von lieben Freundinnen. Und ich glaube tatsächlich nur der letzte Band war dann das Rezensionsexemplar, das ich als letztes dann noch angefragt hatte. Und ansonsten habe ich die eben tatsächlich gebraucht, gekauft und dann eben auch geschenkt bekommen. Und das ist natürlich besonders schön, dass dann eben auch Leute einfach ja, an mich gedacht haben, während sie das Buch irgendwo fanden und gesagt haben, oh, hier habe ich es und Steffi, du musst es dir nicht kaufen, du bekommst es von uns. Und oder von jeweils jemanden. Und ja, eine großartige Reihe, die für mich besonders auch durch den Sprecher Erich Reuker überzeugt, um jetzt so die Überleitung zum Hörgenuss zu bekommen. Ich fand, im ersten Teil gab es, glaube ich, 2, 3, 4 Sprecher, die auch die verschiedenen Perspektiven erzählt haben. Das fand ich ein bisschen aufregender, muss man tatsächlich sagen, hat für mich aber einfach irgendwann so ein bisschen den Charme verloren, weil es mich ein bisschen aus dem Hörfluss herausgerissen hat. Ich fand es ab Teil 2 dann tatsächlich schöner, als uns ein Geschichtenerzähler die Geschichte erzählt hat und eben nicht mit überragenden anderen Stimmen oder Ähnlichem gearbeitet hat, sondern die Geschichte einfach richtig schön betont erzählt hat. Und ich finde die Stimme von Erich Reuker wirklich großartig. Ich weiß, dass zwischendrin auch immer mal Richard Barenberg, ich glaube, im ersten Teil noch gesprochen hat und ich glaube, alle anderen Jeffrey Archer hat dann Barenberg gesprochen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so richtig, warum. Aber ich mochte auch die Stimme von Erich Reuker sehr, sehr gerne. Und man konnte ihm unaufgeregt folgen. Man war immer aufmerksam, man war immer dabei. Ich weiß auch, dass mich die Geschichte nicht so richtig hat schlafen lassen, weil auch wenn ich die abends im Bett gehört habe, ich dann irgendwann sagen musste, so, jetzt machst du es aus. Es ist, du musst jetzt auauch mal schlafen. Jetzt kann man natürlich sagen, 7 Hörbücher in 5 Wochen. Wann hat man da geschlafen?
nicht ganz so häufig, aber mich hat diese Geschichte wirklich in den Bann gezogen und ich fand die wirklich großartig. Und jeder, der so ein bisschen Familiensagas, Historisches mag, der auch mal so einen etwas längeren Zeitraum von Personen im Grunde verfolgen möchte, ich finde, der kann einfach nur zur Clifton-Saga greifen. Das Beste, was mir bisher über den Weg gelaufen ist, ich habe mich danach an noch 4, 5 anderen Geschichten versucht. Nur sehr selten konnten sie mich ansatzweise so begeistern, beziehungsweise über den ersten Band hinaus. Also oftmals ist dann noch der erste Band wirklich sehr gelungen, aber dann lässt es eben nach und hat dann nicht diese Konstantheit, die man hier in allen 7 Bänden sozusagen bei Jeffrey Archer hat. Und ich bin einfach Fan, ich bin begeistert. Ich hatte dazu auch, ich glaube, kurz danach noch ein Video im Band von Buch reingemacht, wenn ich das finde. Packe ich euch das auch mal unten in die Infobox, wenn ihr da so meine First Impressions sozusagen nochmal hören wollt, was ich so beim ersten Mal kurz danach sozusagen erzählt habe. Aber für mich eine absolute Empfehlung an alle, die Historisches mögen, die ja auch einfach mal so Bücher 60, 65 Jahre in einer Geschichte erleben wollen und die eben auch gerne vielleicht Hörbücher ja ein bisschen länger hören wollen an einer Geschichte und die eben auch Reihen mögen und nicht nur kurze Geschichten. Und für mich eine Reihe, die ich denke tatsächlich nächstes Jahr zum Rehören, Reread angesetzt wird und auf die ich mich freuen würde, und vielleicht greife ich ja auch einfach tatsächlich mal zu einem Buch und lese es und höre es nicht nur, aber hier tatsächlich auch wirklich die Hörempfehlung. Und nun bin ich gespannt, was die anderen lieben Booktuberinnen sich diesen Monat für Hörgenüsse ausgesucht haben. Freue mich da jetzt dann in die Abo-Liste zu schauen und vielleicht schaut ihr da auch einfach vorbei. Wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und vielleicht hattet ihr ja auch einen Hörgenuss im März, dann lasst mich das natürlich gerne im Austausch in den Kommentaren wissen. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Oder auch, ob ihr vielleicht die Clifton-Saga kennt und die auch so toll fandet wie ich. Und wenn nicht ganz so toll, warum vielleicht? Lasst mich das gerne wissen. Lasst uns da austauschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.